Wunderbar, Leute. Da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe Dom mit dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Death in Texas gegen Lenz. It's alive. It's alive, both of them. Ja. Lenz hat man ja schon mal öfter gesehen, aber Death in Texas hat man schon ewig nicht mehr. Ja, bei uns zumindest nicht. Also Death in Texas war immer ein Deck, was so Team Tier 2 rumgelungert hat. Ich war ja sehr lange sehr bekannt für dieses Deck. Bis es halt dank Uvo nicht mehr so wirklich playable war, wenn man es nicht in der 80-Karten-Version gespielt hat. Und das ist ja genau der Punkt, weshalb ich ja sowohl Yorion nicht mag, weil ich mag Yorion nicht, wie aber auch tatsächlich einfach, woher mein Hass auf Uvo kommt. Jo. Ja. Auf der anderen Seite Lance hier tatsächlich mit Bug. Mhm. Also blau-grün und schwarz, habe ich mir sagen lassen, war im Sideboard nur für den Frosch. Wow. Ja, okay, du kannst Loam und kannst halt Zoll. Genau, Loam plus Frog ist halt eine zweite Wind-Condition, die sehr nice ist. Ja. Genau, hier sehen wir schon die erste Karte aus MH2. Death in Texas hat eine Menge neue Karten. Ja, in dem Set war viel hat. Drin. Ja. Und zwar den Phantom Knight. Phantom Knight ist praktisch ein 2-Mana-2-2 Flieger, der halt Ghost Quarter hat. Das heißt, er kann Länder zerstören und die Leute dürfen sich einen Stern draus suchen. Jo, Lance hat ja genau eins. Ja, man hätte ja auch überlegen können, seine eigene Flexdowns zu zerstören, glaube ich. Stimmt, da hätte man Ramp gehabt. Ja. Ja, Lance hatte Mal auf 5, habe ich gerade eben gesehen. Wenn ich es richtig gesehen habe, 1, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, das sind 2 Mal auf 6, müsste es gewesen sein. Ja, 2 drunter gewesen. Okay. Text hat angefangen. Ja. Das, und ja. Da. Genau, ansonsten, ich sehe da auch schon noch den kleinen Artefakt- und Verzauberungsaid. Bei Texas. Ein Wasteland. Ist das ein Wasteland? Ganz unten? Nee, ein Sword of the Blowshares. Und ein Lion Sash. Lion Sash und den, ach so, ja, der SRAM ist. Dieser Artefaktverzeih? Nee, das ist. Wie heißt der? Loren irgendwas. Also ich hab sie da hinten liegen. Ich habe das Deck fast komplett zusammengesteckt, bis ich dann wieder zum Yorion kam und wieder keine Lust hatte. Hm. Wie bei mir das so auch passiert? Life and Love. Das Neues. Oh, strong. Jo, das strong. Das ist richtig strong. Oh, da muss man auf jeden Fall was machen. Oder ihr Land? Nee, ihr wollt kein Land gespielt. Ihr wollt Crop Trade. Ah, stimmt, Crop Rotation, ja. Dann wird kein Land zu viel gespielt. Exploration, gute Karte. Land. Hm? Und Land gezogen. Ja, Schadenport. Man könnte halt jetzt das Land nehmen, man könnte jetzt mit dem die Lines spielen, um das Life and Loam zu fressen. Ich glaube, das wäre der Way to Go. Sonst machst du gar nichts mehr. Mhm. Und dann fresse ich dann Loam. Cycle-Land haben die nicht mehr drin. Aber das Ding bekommt keine Marke. Ja. Weil es keine Permanent ist. Wunderschön ist das Squid-Kappe hier im Bild. Tja. Ja, zwei hier. Da sucht man sich jetzt Stage. Ist eine Idee. Was ich glaube, ich würde hier einfach die Stage nehmen. Wird sie in eine in Ursas Saga verwandeln. Ursas Saga mit zwei Marken. Und dann, dann wieder rausnehmen. Und dann Forever Ursa-Saga. Das ist so eine strong Interaktion, Line. Ja, ist halt auch dumm, dass du dann quasi permanent Saga-Token scheißen kannst. Ja, Infinite Saga-Token. Denn Ursa-Saga sagt ja, die Karte bekommt diesen Effekt. Und wenn man ein Land kopiert, ein anderes Land kopiert, was dann keine Saga mehr ist, ist es irrelevant. Weil der Effekt immer noch da ist. Ja. Strong. Genau das. Ein Wasteland. Ja, gegen den Port, ne? Ja, aber das bringt dich doch nicht voran. Puh, wenig. Ja, Wasteland Port, sonst hätte man das nicht gemacht, aber. Ja, aber. Ist da noch ein Loam? Ja, da ist noch ein Loam. Lass es noch spielen und dann hast du wieder dein. Token. 1-1 Token. Ja, der dann die Runde drauf zu einem 4-4 Token wird. Ja, okay, die Sagas kann man jetzt nicht großartig abusen, weil man nicht genug Länder hat. Ja.
Ich würde hier auf jeden Fall einfach mit dem Lion Sash wieder was fressen. Ja, das Loam. Und dann hat man immer noch Swords auf der Hand, falls irgendwas Dickes passiert, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Glaube ich auch nicht. Targets für die Saga? Wahrscheinlich immer noch nur die Map? Nee, Boots. Stimmt! Die Island Ward 1 Boots, die ziemlich gut sind. Die sind ja auch noch da drin. Genau, das wird so einmal gemacht. Der kommt rein? Nee, in Reaktion darauf. Ja, okay, in Reaktion darauf kann man es machen. Ja. Nein, der ist noch nicht im Spielfeld. Weil man hat da keine Prioritätenwechsel. So, jetzt wird der erste geopfert. Genau, der ist weg. Hä? Wieso hat er dann 2 Leben bekommen? Hä? Nani? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe literally keine Ahnung. Das ist wild. Aber auch irgendwie total weird, weil eigentlich könnte das halt gar nicht passieren. Eigentlich dürfte das... Ja, da kommen die Boots und da kommen jetzt wahrscheinlich Mox. Du hättest sogar so cyclen können, dass du beide Token bekommst. Weil er ein Land gezogen hat. Land gezogen. Du tappst. Er hat ein Land gezogen. Du tappst die eine Sage. Also du hast ja beide Trigger auf dem Stack. Der erste Trigger, der resolved, tappst du die, tappst du für den Token über die Länder. Du hast ein Mana short. Holst mit dem einen Mox. Ja, dann hättest du das zweite Mana gehabt. Dann hättest du 3 Token. Das ist richtig. Aber mit der Needle kann man jetzt auf jeden Fall die Lions ja schon sagen. Aber ja, es fehlt jetzt dadurch eindeutig ein Token. Ein Token fehlt und theoretisch hat er, warum auch immer, der 2 Leben bekommen hat, weil da war kein Artefakt und so. Ja, doch, halt der 2. Token. Ja, aber... Es wurde wohl einfach nach dem ersten, nachdem der erste Token, der 2. Token Spiel war. Mhm. Ja. 1, 2, 3, 4, 4, 4 Damage, genau. Einer der Gründe, der andere ist Eldrazi, warum man aktuell tatsächlich fast schon mehr auf Giver of Ruin statt auf Mother of Ruin gehen sollte, meiner Meinung nach. Ja, für Color das. Das ist einfach so viel stronger. 1, 2. Mhm. Das ist 4, 3. Wenn die Dings equipped ist, ja. Ja, die ist equipped. Aber irgendwie wird kein Damage gemacht. Was? Double Block. Mhm. Okay. So strong, aber warum gibt man keine Protection mit der Mutti? Hä? Hat man, okay. Sonst wird der Dings nicht mehr leben. Kann man nicht. Farblos. Stimmt. Hä? Der schlägt zuerst zu, macht 2 Damage auf den. Ja. Dann hat er immer noch ein Leben. Und dann kommt die Mutti. Ja. Hä? Ich glaube, hier wird nochmal Erstschlag diskutiert. Erstschlag ist eine Fähigkeit, die man nicht mehr so häufig sieht. Ja, aber es bedeutet in dem Moment einfach nur, dass er zuerst zuschlägt. Aber deswegen kriegt der Blocker die Eclair immer noch Schaden. Ja. Und man kann halt auch einfach nicht mit Giver. Wie mit Giver Schutz? Stimmt, ja. Ja. Stimmt, die Saga-Token sind halt auch immer noch oft gesehen, ne? Ja. Ja, genau. Saga und allem drum dran und dann. Dann gehen beide auf, über die Bobo-Session. Genau. Weißt du, man hat noch die Line-Sash da liegen, die ja, wahrscheinlich geniedelt ist. Tief, wahrscheinlich geniedelt ist, ja. Ansonsten wird die gleich viel zu problematisch. Hm. Mit den ganzen Ländern, die man im Friedhof hat, wird die relativ schnell Fetch groß. Fetch auf den Uzi. Was kann da jetzt kommen? Noch ein Loam? Das wäre wild. Abrupt Decay. Decay. Okay. Gut. Also ist schwarz noch für was anderes als nur der Frog da drin. Ich wurde angelogen. Wow, die gute Turn 20 war Doppelweil. Doppelweil. Nice. Mm, sweet. Der, die Liebe. Aber irgendwie glaube ich, wird auch der Jorion aktuell. Man sieht ihn leider nicht. Aber er ist da. Existiert. Okay, es wurde ein Jorion revealed. Ganz am Anfang wahrscheinlich. Ja, ja. Der wurde von Anfang an gezeigt. Der liegt leicht außerhalb des Bilds, was ein bisschen wert ist.
Genau, der wird auf die Da ist er. Die Himmelsschlange. Ja. Loris in the Sky. Da wurde ein Forest kopiert. Okay. Jeder Tutor, jedes Dark Depths, alles gerade gewinnt. Jo. Gewinne, 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 gewinne. Ja, dann hältst du dem halt ein Maritlage dahin und sagst, mach was. Das würde ich sogar jetzt machen, bevor der in Wasteland zieht. Ja, gehst rein, equipst. Ach stimmt, du hast ja noch die Boots. Oh ja, Gott. Dafür sind die Boots ja drin. Die Boots sind genau Gott. Dafür drin. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank an meine Patrons und an YouTube-Memberships. Tatsächlich ab dem Talia-Level bzw. Supporter-Level, dem Talia-Platz-Level bekommt ihr eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel beim Supporter-Level, das ihr hier genannt werdet. Aber es gibt auch das Fan-Tier, wo ihr mich ab 3 Euro supporten könnt. Wenn euch das was für euch ist, dann schaut doch mal danach. So, Game 2. Was kann Lance bohren? Ich wollte gerade sagen, warum geht Lance, aber der Text da unten in der Ebene liegen. Ja, unter der Hand. Was kann Lance haben oder was kann Texas boarden? Bei Lance bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Bei Texas kann man halt irgendwie... Save Greatheit. Hä? Greatheit, ja. Ja, genau. Bei Lance, die theoretisch kannst du auch die Frösche mit reinnehmen. Ja, die sind gegen Texas, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Nope. So viel Fliegende hat man nicht und das läuft schon ganz gut. Die werden schon ziemlich fett. Mm. Oh, jetzt so ein Rip. Einmal Rest in Peace droppen. Ja, aber das passiert nicht. Ne, da geht mal. Wird wieder das Land zerstört, was halt super mies ist, wenn man da einen Ursus-Saga liegen hat, wenn da halt ein Life from Loam drin ist. Das ist halt wirklich mies. Das ist schon ätzend. Und ich sehe auch kein Surgical auf der Hand. Da hätte ich wahrscheinlich sogar eher die Stormforge gedroppt. Ich glaube auch. Einfach mehr Pressure. Ja. Sind das Dingländer? Das Fallout-Länder? Bei Texas, ich glaube. Da ist noch ein Loam im Grave. Ja, ist eklig, aber was soll man machen? Dann zwei Länder. Und Ursus-Lager. Zumindest hat man dieses Mal kein hier Turbo-Start. Ja. Aber trotzdem, es ist ein bisschen. Was macht man jetzt? Unspaßig tatsächlich. Angriff. Ja. Und dann. Dann habe ich schon wieder keine Hand gezogen, wenn ich es richtig sehe. Das ist jetzt blöd. Ja. Ja, aber ansonsten Stoneforge, dann gib ihm. Stoneforge, dann ist halt die Frage, was man macht. Ob man jetzt mit Kaldra geht. Kaldra. Dick Kaldra, was will der machen? Ja, die Lion Sash kontrolliert jetzt zu langsam. Die kommt genau, nächste Runde, dann im schlimmsten Fall frisst die dann immer noch nichts und dann. Ja. Das ist wirklich viel, viel, viel zu langsam. Nimm die Kaldra, hau drauf. Ja. Schön I am complete ins Gesicht. Jo. Macht Spaß, das Fair. Absolut. Ja. Ja. Oh, wer hat denn die unterschrieben? ja, das ist eine der Karten aus dem Dahlia-Tier, die ich verschenkt habe. So bescheuert, dass die so billig geworden ist. Ja. Die war nicht so teuer. Aber Leute haben sich mega über die gefreut, tatsächlich. Das kann ich verstehen. Jetzt kann man den Spaß machen mit. Ja, aber du gehst jetzt einfach in die Kaldra und schwingst ihm einfach die Kaldra in die Fresse. Jo, ich tapp mal kurz meine. Ne? Ja. Und halt dir dann meine, ne? Ja. Ach, einfach 7 ins Gesicht. Was will er machen? Was willst du tun? Kennen Sie die noch mal Kaldra? Und dann Schwing für 7. Jo. Das tut halt weh. Der eine ist halt so gut wie, also sehr, sehr schlecht blockbar. Und das andere ist halt fliegend. Ja. Das ist die Frage, was man bei Lance macht. Ich glaube, man macht ja einfach einen Token, geht dann gleich hin, baut noch einen Token. Ja, die Dot Window, die Saga zu kopieren, hat man jetzt gemisst. Ja, ich glaube, man will gar nicht in diese Mode gehen. Nein, glaube ich auch nicht. War dann Dark Depths auf der Hand? Das wäre halt sweet. So, jetzt hat man Boots. Diese Boots sind einfach viel zu gut. Dass wenn die jetzt mit einem Dark Depths auf der Hand ist, ist es halt rum. Ja.
Wenn der Dark Depths hat, bei der Hand, der ist komplett tapped out, dann könnte er höchstens Solitude haben oder sowas. Ja, und selbst da wird's, muss es vom Timing her stimmen. Ja. Mana im Pool. Das ist eigentlich eindeutig, wenn er Mana im Pool tappt. Dann Boots. What? Vielleicht hat er keinen Dark Depths. Vielleicht ist da was anderes. Ach, sieht aus wie ein Dark Depths. Hm. Diese Steppe? Maze. Hm. Hä? Ich bin mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher. Übrigens kann auch der Giver of Wounds auch vor farblos, auch vor Maze schützen. Ja, Maces, also Länder sind ja farblos, deswegen. Also echt? Nee, ist das ein Dark Depths? Nee, ich glaube, das waren wir ein Tropical. Da ist eine Exploration. War noch kein Land gelegt. Nee, ist eine Insel tatsächlich. Okay. Schade, sonst wäre halt schön umgewesen. Ja, dort wäre ziemlich umgewesen. Oh, Lens ist halt so ein schönes Deck. Ja. Aber mein Herz auf diesem Spiel leider etwas gefangen von Death and Taxes. Oh, ich finde einfach Lens geil. Nummer 7 ins Gesicht. Dann wird die Kalt reintappt. Jo. Und dann. Auf 9. Auf 9. Da ist noch ein Land auf der Hand. Da ist halt Survival Mode jetzt. Das ist die Caracas. Au, oh, Caracas ist halt. Hätte ich nämlich ein Wasteland gehabt. Ich glaube mal, nee, von einem auf der Hand weiß man nichts. Hm. Ansonsten würde ich das tatsächlich einfach droppen, ja. Ja. Go. Hm, die Frage ist, da ist noch eine Ding. Oh, der Loam war gut. Vor allem jetzt mit dem... Mit der Exploration. Exploration drin. Oh, ist das Loam gut. Du kannst beide Sagas droppen. Ja, Saga-Spam ist halt gut gegen Texas. Ja, du scheißt den einfach mit den XXern zu. Komm, do it. Willst du es? Ich weiß, dass du es willst. So schön. Vor allem nächste Runde zwei Länder droppen, dann hat man safe die Mana. Das ist nice. Scheißt mal einfach Saga-Token. Alle zwei Runden klingelt es. Ja, ansonsten, was könnte Texas hier jetzt noch machen gegen ja, okay, Wasteland. Wasteland droppen? Oder das Ding schmeißen? Das ist jetzt quasi eine Strip-Mine. Aber stimmt, man kann das Maze kopieren. Nützt aber nichts, weil es kopiert getappt ist. Das heißt, aber eine Runde lang kannst du jetzt halt nochmal schwingen. Ja, und dann muss er dich nächste Runde töten, ansonsten bringst du ihn um. Ja, zwei Leben ist halt nicht viel. Nee, zwei Leben ist wirklich nicht viel. Vor allem nicht mit zwei Fliegern und einem Ding, das hilft dann einfach nicht. Also er stirbt quasi an jeder Kreatur auf dem Board. Außer der Stoneforge. Ja. Noch. Draw. Ja, du musst drawen. Ja. Dann gehen die zwei hoch. Da wurde auf jeden Fall das Mana falsch getappt, by the way. Das Caracas hätte offen sein müssen. Ja. Damit man nicht gegen Instant Marit Lage stirbt. Ja. An dieser Stelle mal wieder der Hinweis. Wir sind jetzt Captain Hindsight. Wir sehen natürlich alles, wir kennen alles, wir wissen alles. Dementsprechend sind wir auch bestens ausgerüstet und können immer sagen, ja, da hätte man das und das machen müssen. Aber wenn man selber im Spiel ist, beachtet man das manchmal einfach nicht. Ja, Betriebsblindheit. Genau, nobody's perfect. Und wir erwähnen einfach nur, damit Leute, die das selber zum Beispiel schauen, sich selber teilweise zuschauen zu spielen, was für eine Menge haben, Grüße gehen raus an euch, einfach vielleicht nochmal ein bisschen besser werden. Mulligan auf beiden Seiten, richtig? Jo. Das sah zumindest mal so. Niedermox. Krass. Der Stahl ist halt so gut mit dem Landmox. Ja, wobei der nicht so gut ist wie mit Exploration. Exploration ist halt dumm. Landmox Exploration ist halt dumm. Ja. 3 Mana, Turn 1. Kann man machen. Da war auf jeden Fall ein Land noch. Maze. Das macht halt nicht wirklich Mana. Oh Gott. Da hätte ich. Überlegt, ob ich das Maze abschmeiß. Das ist ein Assassin's Creed Land. Okay. Weird. Aber kann man machen.
Widersager. Ja, man geht wieder auf den Saga-Spam. Ja, der Knight ist halt jetzt viermal in Death in Texas drin, der zweimal der Knight, ne? Ja. Weißt du, wir haben jetzt noch nicht den Phileas gesehen, also den Hund, der den dann flickern kann. Stimmt. Oh Gott. Deswegen, das haben wir auch noch nicht gesehen. Also man hat achtmal Wasteland drin. Stimmt, zumal so Infinite. Stimmt, mit dem Flicker-Typen hat man Infinite. Ja. Boah, ist das widerlich. Und es sind nur Ghost Quarter. Ja. Ab einem gewissen Punkt aber einfach Strip malen. Ja, das ist richtig, weil man einfach so viele Länder zerstört. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob man Basics zerstören kann. Ich glaube nämlich nicht. Hm, dort weiß ich jetzt nicht. Aber Minimum Wasteland. Ja. Ah, ist halt schon dumm. Stoneforge und dann Stoneforge wieder ein Ding. Und dann muss er niedeln, das ist okay. Oh, Wasteland. Ja, macht man wahrscheinlich einen Dude. Ja, baust einen Dude und dann ist gut. Im besten Fall hast du auch schon Dings auf der Hand, Loam. Ja, Loam hat das Deck erstaunlich oft. Das liegt aber einfach daran, dass es einfach die Hauptkarte ist. Ja, die hat er auch viermal. Ja, der gute Eternal Garden. Ja gut, auf der anderen Seite nicht überlegen, wie oft ich Aetherviole in 64 Karten der Karte hatte. Ich auch nicht jedes Mal Aetherviole. Ja, aber so die gute Turn 5 Aetherviole kommt ja, schon öfter. Ist richtig. Muss sich ja auch lohnen. Das ist ein Mox. Sonst keine Ahnung gerade. Auf der anderen Seite sehe ich mehrere Stoneforge, noch ein Port und ein Wasted. Ich bin gar nicht sicher von beidem. Ach du Scheiße. Ein Bounceland. One of... man könnte... Cavern sagt Human. Buseiju spielen. Ja, Buseiju wäre auch ziemlich gut. Ja. Da holt man sich jetzt sehr wahrscheinlich die... Na, wobei... man könnte auch auf die Lionfish gehen. Um das Ganze wieder ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Mhm. Aber da ist noch kein Loam im Friedhof, ne? Nee, aber wenn Loam halt nichts targeten kann, ist das auch super. Und wenn die Maze halt weg ist, bist du halt safer. Saferisch. Da war die Pre-War-Game-Armor. Oh Gott, ja, das Ding. Auch so gut. Auch so gut. Nee, deswegen, also da bin ich mal gespannt. Aber es wird Kaldra. Spielt die Liste überhaupt Beastgull? Nee. Also nur die Pre-War-Game-Armor, Lionsash und die... Kaldra. Genau. Wow. Bellaskar wird praktisch nicht mehr gespielt. Ich hab mir jetzt neulich nochmal drüber geredet. Woher hat Suhirte und Sophie? Das war das Ding. Ja. Sword of Fire and Ice praktisch unspielbar. Und Umezawa Suhirte ist günstiger wie Shuko. Ja, das ist halt auch mal so ein Ding. Shuko. Ja. Das ist so... Gute Karte. Wasteland, waste dich. Und hoffen, dass das reicht. Ich habe zumindest mal auch kein Land gesehen. Da ist ein Surgical auf der Hand. Oh, Surgical auf Saga ist halt auch nice. Ja, Surgical schon mal Saga. Sollte man halt immer im Draw-Step vom Gegner machen. Ja, mehr Informationen. Ja, erstens mehr Informationen und zweitens ist es sehr wichtig, wenn man das in der Draw-Step macht, dass man nicht nur die Hand des Gegners sieht, sondern, was ich ganz gut finde, man kann auch, es kann sehr selten der Fall sein, es kann passieren, ich habe schon zweimal oder so gemacht, dass ich dem Gegner das aus der Hand weg surgicale, was ich surgicalen wollte. Und wenn es kein Instant ist, ist es halt weg. Mhm. Und das ist wirklich gut. Land. Somewhere. Land. Und zwar ein Herr der Ringe Land. Mhm. Gott, das ist grausam. Puh. Grausam. Kaldra. Frage, ob man jetzt angreift, ich glaube ja. Natürlich. Gegner ist bei 4 Runden, man selber ist auch bei 4 Runden und man kann einmal blocken. Ja, würde ich auf jeden Fall reinhalten. Jo. Safe. Ja. Und du hast ja auch noch möglicherweise Fleisch auf der Hand. Hat nicht angegriffen. Dann hätte ich die auch gar nicht reingelegt. Das ist jetzt, der wird jetzt groß. Ja, der ist jetzt bei 5 irgendwas, aber das ist ja für die Kaldra total egal. Die blockt den halt tot. Mm. Also ins Exile. Ja. Puh. Fehlt ein Land. Wieder mal. Glaube ich. Nee, da ist ein Port. Da ist ein Port. Das heißt, man kann jetzt ein... man muss aber ein Warp bezahlen, ne?
Ja, man kann halt trotzdem versuchen, jetzt den Recruiter zu holen, mit dem Recruiter sich die Solitude zu holen, wenn man wirklich Angst vor Creatures hat. Das ist eine Idee, ja. Ansonsten gehst du jetzt halt einfach eigentlich mit der Ding einfach prügeln. Mit der Kaldra. Ja, Kaldra Complete hält halt keine auf. Wenn man rechnet, macht man selber 5 Damage, der Gegner macht 3 Damage, dann ist man bei 14 und 9, dann haut man selber zu, dann ist man bei 9 zu 6, dann ist man bei 4 zu 3 und dann ist man halt vorne und gewinnt. Wieso macht der Gegner denn 3 Damage? Ah, nee, stimmt, der macht jetzt 5 Damage auch. Hm. Mal, die Boots geben noch vorne Trampel? Noch plus 1. Eine Trampel? Oh. Ich meine, die geben eine Trampel und Ward 1. Plus 1 plus 0. Erstens, da ist eine Battlescale drin. Das ist ein ungewöhnlicher Bild. Mm. Und man hat... Oh, Bounce. Das ist strong. Das ist übel. Das ist richtig strong. Loam plus, ich bounce dir eine Kreatur. Ja, das kann jetzt richtig mies werden. Ja, den würde ich auf jeden Fall spielen. Würde das Wasteland abwerfen. Mm. Dann spielst du die Maze und dann bist du halt sehr safe. Und dann kannst du jede Runde jetzt anfangen, die Kreaturen zurück zu bouncen. Das ist halt insane gut. Okay, es hat wohl keinen Trampel. Okay, dann ist es wahrscheinlich plus 1 bis 0 und 1. Und Wort 1. Das ist der 6 vorne. Huiuiui. Mm, der knallt. Dann ist das ein Two-Hit-Wonder. Ja, okay, Swords geht auch. Ja, werden 6 Leben gegeben. Dann greifen wir mit beidem an. Und dann kommst du mit einem durch. Okay, man greift mit einem. Und der wird dann gemaced. Mäh, mäh, mäh. Alter, Loam. Da ist eine Stage. Loam ist auch so eine Seuchenkarte. Ja, ganz schlimme Karte. Auf der anderen Seite ist es ein sehr schönes Game Pattern, weil es halt vollkommen anders spielt wie alle anderen Karten in der Richtung. Ja, das stimmt. Wasteland, Wasteland den. Dann go. 3 Mana will man dem Texas-Spiel echt nicht geben. MDFC, okay. MDFC-Dude mit 3 Damage, geht man auf 9. Wenn man das machen will. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Hand ist voller 3 Mana-Sachen. Man könnte jetzt, also wenn ich es richtig gesehen habe, zum Beispiel eine man muss noch, man kann zum Beispiel eine Flickerwisp spielen, um damit was zu machen. Man könnte die Flickerwisp jetzt spielen, um das Land zu targeten, um dann einen 2-2er dabei zu haben und so weiter. Hm. Also man hat hier richtig coole Auswahl. Du kannst auf Maze dann bouncen. Ja. Hm. Aber hier muss halt irgendwie das Land weg. Was bist du denn noch? Recruiter of the Guard. Ach, aus, die neue Version. Modern Horizons. Ja, modern legal das Tier, ne? Ja. Generell sehr viel von dem Deck mittlerweile. Jo. Außer Ports, Wasteland und Yorion. Ja, dafür hast du halt Giver, ne? Mothers sind. Stimmt, Mothers ist der Giver. Aber die würde ich sowieso in dem Deck, glaube ich, spielen. Ja, und dann halt Stoneforge. Die ganzen Ausrüstungen hat man auch, bis auf die Pre-Game-Armor. Mhm. Das ist richtig, da kann man die nochmal. Sophie spielen. Ja, good old days, ne? Ja. Ja. Ich hab dann geguckt, was, wie heißt es nochmal? Nee, nicht Alganio. Ich kann jetzt das weiß, ne? Utawara. Utawara, ja. Utawara macht. Und Utawara bounced. Creatures ein Artefakt, so? Ich meine. Was ist denn hier gerade passiert? Muss ich gerade sagen, was wurde denn hier rausgesucht? Ach, der... Das Land wieder. Das Land wieder, okay. Es ist praktisch das Land. Man will das Mana haben. Interesting. Stage. Mhm, mhm, man kann mit Stage halt jetzt auch relativ schnell ausmachen, wenn man irgendeine Art von Tutor findet. Ja, das ist halt wieder so dieser Momentum von, ja, ich hab mal eine Lage. Ja. Ich kann dir 20 Schaden ins Gesicht drücken, in einem Zug. Punkt.
Ja, die Boots machen das halt so strong. Lance hat halt jetzt richtig schön die Kontrolle. Vier Mana. Scarab. Was ist das? Sexy. Das ist eine Warhammer-Karte. Du exilst einen Friedhof deiner Wahl. Okay, und ja. Für jedes Land und, ich weiß gar nicht was noch, Land und Artefakt, glaube ich, kriegst du einen 1-1 fliegenden, farblosen Insektenspielstein. Hm. Er ist fliegend, er ist farblos, er kann mehrere Lage blocken. Es ist großartig. Stimmt, du kannst ihm damit maximal... Ja. Und Scarab an sich ist wie stark? 1-1 fliegend. Hm. Es ist so großartig. Eine so gute Karte, vor allem wenn du die mit Phileas rauskriegst und an jeder Runde die Dinger flickern kannst. Das ist so sexy. Ja, vor allem gegen Loam. Ne? Oh ja. Das schmeckt. Das schmeckt. Und du hast eine Menge rausbekommen. Ja, Loam war im Friedhof vor. Ich glaube, ja, sonst wird man es offen sehen. Christian lässt ja immer die Karten offen, die man kennt. Da wird ein Token gebounced. Wie wow. Also End of Turn. Das ist so strong. Nicht. Da ist eine Crop Rotation. Okay. Das ist noch nicht win, weil jetzt geht's halt nicht. Lol. Ja, du musst halt jetzt die Flieger wegkriegen. Ne? Hm. Dann wird der 1-1er equipped und zugehauen. Equipped und zugehauen. Trollalalala. Oh, Alter, ey. Ich glaube, da war ein Flicker, was auf der Hand. Uff. Kostet auch 4, die hat man sogar, ne? 3. Ja, aber durch Ward 4. Der Effekt? Ja, also man kann den Gegner flickern, das ist richtig. Oder wo warst du da mit Flickern? Also du hättest unbedingt den Scarab zu flickern. Aber natürlich macht es viel mehr Sinn, den Markt Lager zu flickern. Ward wird bezahlt. Ich meine, es wäre jetzt echt nice gewesen, wenn es den Scarab hätte haben können. Weil dann wäre der Gegner halt aber er macht halt so auch nicht mehr 4, wa? Ich meine, er hat noch Wasteland und ein... Halt rum. Wasteland und ein Mox. Du hast halt alles Geld. Alles Mana der Welt. Und Lance hat in der Regel auch alles Geld der Welt, das stimmt. So, jetzt kann man sich mal den Jurion auf die Hand holen. Ja, du greifst hier mit allem an. Es gibt hier... Ja, und du kannst End of Turn noch die Peace Girl reinbringen. Das ist richtig. Das ist gar nicht mal so uninteressant, weil es eine Menge Damage wieder mehr ist. Mhm. Gut, dann wird End of Turn die... Felia. Das ist um. Felia? Achso, der Hund. Das ist der Hund. Wenn er jetzt angreift, dann flickert der den Scarab. Ja, und also immer wenn er angreift, darf er was flickern. Und dadurch, dass er den Scarab flickert. Hä? Ja, der bekommt doch bloß 1. Nee, die Karte, die wieder reinkommt, kriegt die 1 Marke. Dann wird gemaced, dann kriegt man 5, dann kommt der Scarab, dann nimmt man die Länder raus und dann ist rum. Ja, GG, geil. Mal schön alle neuen Karten von Death and Taxes gezeigt. Sehr, sehr cool. Lance hier einen sehr guten Fight abgeliefert. Dementsprechend eigentlich ein sehr, sehr schönes Match. Ich hoffe, ihr fand es auch schön. Wenn ja, Daumen nach oben, ihr kennt das ganze Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.